Und alles startklar und das Rennen ist abgegangen an der 2000 Meter Marke über die Innenbahn. Das Feld formiert sich und Daily Impact an der Außenseite übernimmt gemeinsam mit Sterner Beringer das Kommando. Dahinter Seamount ganz an der Innenseite von Middlemarch, Heart and Soul, dicht auf Figo. Am Ende des Feldes galoppiert Flash Dancer. Es geht in den ersten Bogen hinein, in den Wandsbecker Bogen. Die Führung bei Daily Impact an der Außenseite, zweiter Sterner Beringer. Dahinter sieht man dann Middlemarch in dritter Position, vierter Seamount vor Heart and Soul. Dann folgt Figo vor Gemfit, vor Wiesensturm und am Ende des Feldes weiterhin Flash Dancer. In der Gegengeraden 1400 Meter jetzt noch. Daily Impact im Vorteil mit anderthalb Längen vor Sterner Beringer. Dicht auf in äußerer Position dann Middlemarch. Gefolgt an der Innenseite von Heart and Soul. So ist das Feld Mitte gegenüber. Die Führung weiterhin bei Daily Impact. Daily Impact vor Sterner Beringer. An der Innenseite rückt dann Figo näher zum Vorderfeld auf. Dabei ist dann auch Middlemarch an der Außenseite. In der Bahnmitte sieht man Seamount. Es geht ausgangs der Gegenseite zu. Letzter ist weiterhin Flash Dancer mit Wiesensturm und Gemfit hinter Heart and Soul. Der Schlussbogen ist erreicht, alles noch in kompakter Formation. Daily Impact führt, Sterner Beringer an der Innenseite dicht auf, ebenso wie Middlemarch. So geht es in Richtung der Zielgeraden. Ganz an der Innenseite ist Figo. Daily Impact vor Sterner Beringer, dann Figo mit Middlemarch vor Seamount. Das ist die Reihenfolge. Jetzt wird das Feld die Zielgerade erreichen und Daily Impact beschleunigt an der Spitze. Daily Impact im Vorteil an der Innenseite Figo, dahinter Sterner Beringer mit Middlemarch. Aber Daily Impact marschiert, Daily Impact mit der neuen Taktik. Daily Impact außen kommt dann Middlemarch. Daily Impact mit Middlemarch. Daily Impact. Daily Impact und Middlemarch. Middlemarch kommt, aber Daily Impact kämpft. Daily Impact kämpft zurück und Middlemarch kommt nicht daran und Seamount kommt nicht heran. Daily Impact. Daily Impact wird. Daily Impact. Gemfit kommt, aber Daily Impact gewinnt Startziel vor Gemfit. Dritter Seamount. Dann Figo mit Middlemarch. Dahinter dann Heart and Soul bis hin zu Wiesensturm. Im Vorteil an der Innenseite Figo, dahinter Sterner Beringer mit Middlemarch, aber Daily Impact marschiert, Daily Impact mit der neuen Taktik, Daily Impact außen kommt dann Middlemarch, Daily Impact mit Middlemarch, Daily Impact und Middlemarch, Middlemarch kommt, aber Daily Impact kämpft zurück und Middlemarch kommt nicht daran und Seamount kommt nicht heran, Daily Impact wird, Daily Impact, Gemfit kommt, aber Daily Preis der Rako-Etiketten. Sieger ist die Nummer 10, Daily Impact. Zweites Pferd die 2, Gemfit. Dritter die 3, Seamount. Und viertes Pferd war... Und viertes... Don Carreño.